Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich einige neue Informationen bezüglich dem neuen Prestige-System in Modern Warfare und noch einige kleine Infos über Battle Royale und Spec Ops. Ich werde heute mit euch alle Infos durchgehen. The Gaming Revolution hat auf Twitter wieder alles Mögliche gepostet dazu. Ja Leute, falls ihr neu seid, nicht vergessen zu abonnieren für täglich Modern Warfare-Videos hier auf dem Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. So, wir fangen direkt an mit den ganzen Informationen und zwar, die meisten Waffen werden 80 plus Level haben und das Leveln der Waffen wird das neue Prestige Master Grind sein, weil es in Modern Warfare jetzt kein Prestige Modus mehr gibt. Wenn man Level 55 ist, das ist übrigens das Max Level, wird man nie wieder irgendwelche Dinge freischalten müssen. Das heißt, also die erste Season geht jetzt von Level 1 bis Level 55 und wenn du Level 55 erreicht hast, wird es noch extra Level geben, wo du noch weiter grinden kannst. Beispielsweise Season Rank 56, Season Rank 57 und so weiter und so fort. Und das Ganze wird höchstwahrscheinlich bis Level 160 gehen, aber das ist jetzt noch nicht hundertprozentig festgelegt, dieses Level Cap von 160. Das kann auf jeden Fall noch geändert werden, aber wenn du jetzt beispielsweise in einer Season Level 100 beispielsweise erreicht hast, wirst du danach in der nächsten Season nicht komplett zurückgesetzt auf Level 1, sondern wirst auf Level 55 zurückgesetzt. Das heißt, du kannst in der nächsten Season dann wieder von Level 55 starten. Du hast alles freigeschaltet, du musst deine Waffen und deine Ausrüstung und so weiter nicht nochmal freischalten und so wird das Ganze jetzt hier in den Seasons laufen. Es werden über 100 Herausforderungen in jeder Season geben und mit diesen Herausforderungen, das sind halt ganz normale Call of Duty Herausforderungen, sagen wir mal, töte so und so viele Gegner, mach so und so viele Headshots und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, die ganzen Herausforderungen. Und mit diesen Herausforderungen kannst du Waffen-EP freischalten, weil der Master Prestige Grind ist jetzt der Waffenlevel Grind und deswegen bekommst du jetzt hier Waffen-EP und du bekommst irgendwie so ein Bändchen oder sowas für abgeschlossene Challenges. Die anderen Leute sehen das dann, was für Bändchen du dann bekommen hast und dann sehen die, oh okay, er hat diese und diese Challenge gemacht und dann wissen die Leute Bescheid, dass er sich sozusagen den Arsch aufgerissen hat, um diese Herausforderung zu erreichen beispielsweise. Da gab es noch Leute auf Twitter, die fanden das absolut nicht gut. Die meinten beispielsweise hier einer, die konstante Progression war ein Teil dessen, was an COD Spaß gemacht hat. Bis zum Max-Level zu kommen, bevor das Jahr zu Ende war, war nicht einfach und ich hatte Spaß dabei. In diesem Spiel werde ich ja innerhalb von einem Tag Max-Level sein. Das kann gut sein, wenn man einen Tag, kann man schon Level 55 werden. Wir können halt nach Level 55 auch nochmal leveln bis Max 160. Dann kam noch eine Frage, wenn sie den Prestige-Modus rausgenommen haben, worauf sollen wir dann grinden? Die Antwort von The Gaming Revolution war Waffenlevel, Season Rank, Herausforderung und den Battle Pass. Und es wird wieder einen Battle Pass in Modern Warfare geben. Das wird so ähnlich sein wie in BO4, dieser Schwarzmarkt-Stream. Dort kannst du dann Visitenkarten, Embleme, Tarnung, Charakterskins, wahrscheinlich auch Waffen freischalten. Du kannst ja natürlich auch jede Stufe dann wieder kaufen, aber du kannst dich auch komplett alles durchkaufen mit einem Schlag sozusagen. Dann habe ich neue Infos zum Battle Royale Modus und zwar, die Battle Royale Map spielt in der Ukraine. Downtown Donetsk wird ein Ort dort heißen. Dann kam noch eine Frage rein, wird der Survival Modus ein Ranking System haben und er meinte, das Ranking System ist übergreifend auf alle Modi. Das heißt, du kannst deinen Season Rank im Spec Ops Modus in der Kampagne und auch natürlich im Survival Modus ranken. Das ist also Modi übergreifend. Dann die nächste Frage, ist der Spec Ops Modus Open World. The Gaming Revolution meinte Semi, das heißt halb-halb. Es wird nicht komplett Open World sein. Ich glaube, als Spec Ops entwickelt worden ist, da hat sich Infinity Ward noch gedacht, dass sie es Open World machen. Das hat The Gaming Revolution schon mal geschrieben. Aber dann haben die das irgendwie doch wieder geändert und das wird jetzt irgendwie halbwegs Open World sein, halbwegs nicht. Wie genau das dann sein wird, das werden wir dann sehen. Da kam noch ein Tweet rein auf The Gaming Revolutions Twitter-Seite und zwar hat jemand geschrieben, du hast keine Ahnung, wie wichtig der Prestige-Modus ist. Ein hohes Prestige hat etwas bedeutet, nämlich, dass du das Spiel richtig gegrindet hast, um dein Level bzw. Prestige zu erreichen. Da stehe ich auf jeden Fall voll hinter ihm. Das sehe ich genauso. Die Antwort war, die Leute können natürlich immer noch sehen, wie gut du in der Season davor warst. Mithilfe vielleicht dieser Bändchen, die er hier genannt hat. Ich bin mir aber nicht sicher, wie genau das sein wird und was für Bändchen das sein werden. Aber man wird auf jeden Fall sehen können in der nächsten Season, wie gut du in der Season davor warst. Das finde ich aber eigentlich schon ziemlich nice. Dann wurden die Namen der ersten 5 Seasons schon geleakt. Und zwar soll Season 1 Broken Arrow heißen, Season 2 Cyber Attack, Season 3 Bio Warfare, Season 4 Homegrown Terrorism und Season 5 Climate War. Diese Seasons sind data mined, das heißt, sie sind nicht zu 100% richtig. Sie können auch noch geändert werden. Vielleicht ist Season 1 nicht Broken Arrow, sondern Bio Warfare oder heißt irgendwie anders. Und diese Namen sind aber schon richtig. Vielleicht ist die Reihenfolge nicht richtig oder wird ein bisschen was an den Namen geändert. Also damit ihr hier Bescheid wisst. Der Post-Launch-Content übrigens wird ja in Modern Warfare kostenlos sein, wie ihr wisst. Und mit jeder Season
Season werden wir kostenlose Maps, kostenlose Extras und kostenlose Field-Upgrades bekommen. Infinity Ward hat schon sehr viel an dem Post-Launch-Content gearbeitet und demnach könnten wir regelmäßiger und über einen längeren Zeitraum Updates und Content bekommen, im Gegensatz jetzt zu Black Ops 4. Da liegt auf jeden Fall meine Hoffnung drin. Die Maps, die wir bekommen werden als Post-Launch-Content, da stehen schon einige fest, und zwar bekommen wir auf jeden Fall Rust, wir bekommen Terminal und eine neue Version von Wetwork, wo man in dem Schiff spielt, also nicht wie in Modern Warfare auf dem Schiff, sondern wirklich in dem Schiff, und in dem Schiff gab es schon mal eine Kampagnenmission auch in Modern Warfare. Dann haben wir noch Shipment, beziehungsweise Shipment wird jetzt in Modern Warfare Cargo heißen. Auf dieser Map wird es zusätzliche Wände geben, damit die Spawn-Trap-Punkte geschützt werden, dass du nicht so einfach Spawn-Trappen kannst wie in Modern Warfare. Einige von diesen Remake-Maps wird es auch im Battle-Royale-Modus geben, das hat The Gaming Revolution auch getwittert, und manche von den Remakes wird man nur sehr schwer auf der Battle-Royale-Map erkennen, andere wird man beispielsweise ziemlich gut erkennen, weil die dann ein bisschen abgewandelt wurden im Battle-Royale-Modus, damit das einfließt in die ganze Map rein. Es wird natürlich auch komplett neue Maps geben im Multiplayer-Modus. Die Länge der Season wird ungefähr so lange sein wie in BO4, das ist aber noch nicht ganz sicher, aber macht auf jeden Fall auch Sinn hier an der Stelle. Der Spec-Ops-Modus spielt übrigens auch in einigen Bereichen der Battle-Royale-Map, also jeder Part einer Mission im Spec-Ops-Modus kann im Battle-Royale-Modus wiedergefunden werden. Außerdem hat er geschrieben, dass Crypto-Keys aus Infinite Warfare jetzt in Modern Warfare zurückkehren werden. So Leute, schreibt mir mal eure Meinung zu dem neuen Prestige-System, beziehungsweise zu dem neuen Level-System, dass man wirklich jede Season zurückgesetzt wird auf Level 55. Schreibt mir mal dazu eure Meinung in die Kommentare rein. Ich habe sehr viel Hate gesehen, aber auch sehr viel Positives. Die Community ist da, glaube ich, ein bisschen gespalten. Ich persönlich sehe das als eine gute Änderung an, weil das Prestige-System hatten wir ja schon seit mehreren von Jahren in COD. Ich kann mich nicht erinnern, wo es kein Prestige-Modus gegeben hat. Wir hatten jetzt eigentlich die ganze Zeit den Prestige-Modus am Start. Es hat sich eigentlich nichts geändert beim Prestige-Modus. Und deswegen finde ich es gut, dass Call of Duty hier auch mal was geändert hat, dass wir was Neues bekommen, was Freshes, was wieder ein bisschen mehr Spaß machen kann, als wieder jedes Mal Prestige hochzugehen, Prestige hochzugehen und Prestige hochzugehen. Das hatten wir schon jetzt einige Jahre davon, weiß nicht, ist ein bisschen langweilig geworden, meiner Meinung nach. Und ja, Leute, schreibt mal rein, was ihr darüber denkt. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf dem Video, falls euch das Video gefallen hat. Und folgt mir auf Twitch für fast täglich COD-Livestreams. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise beim nächsten Livestream. Haut rein, Leute, und ciao.